Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123. Und wir werden hoffentlich jetzt noch die restlichen Leute, die da irgendwo Pause machen oder im Lagerhaus rumlungern, die werden wir hoffentlich dann irgendwo zuweisen können. Wir suchen immer noch einen Lloyd, der Endurance braucht. Vorzüglich natürlich eine Dame. Ausdauer, Endurance. Da schauen wir doch mal, gucken wir mal von unten nach oben. Letztens haben wir von oben nach unten geguckt. Das hat ziemlich lange gedauert. Und wen hätten wir denn hier im Angebot? Julia Ward. Die kann aber richtig, nein, Christine, was? Christine West Allen. Sie ist schon so lange dabei. Ach, in der Aufbereitungsstation auch. Ich wollte schon sagen, sie ist so lange dabei. Und so schlecht geskillt. Das geht ja auch nicht. Ja, aber wir nehmen irgendjemanden wieder, der fast schon fertig ist. Dann haben wir den wenigstens dann schon mal fertig. Aber von unten geht's auch nicht schneller hier mit der Liste. Ich sehe, die sind alle ganz gut. Ganz leer noch, andersrum. Nicht ganz gut, sondern ganz leer. Hier fängt's an. Dr. Lee zum Beispiel. Dr. Lee ist gerade im Krankenhaus, was ja auch ganz gut ist für sie. Das passt ja zu ihrem Namen und zu ihrer Intelligenz auch. Ja, gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Wahrscheinlich wird sie niemals wieder rausgeschickt ins Ödland. Eher nicht. Ach, dann nehmen wir hier Ashley Fox. Sie kann Endurance ein bisschen vertragen. Das ist doch hier, ja. Oh, jetzt haben wir Flushy und Corky verpasst. Ich habe sie gar nicht weiter gehört hier. Da ist Corky, wo ist Flushy? Ja, eine Nuka-Cola Quantum. Ja, und ich habe nochmal nachgesehen in den Kommentaren. Psycho Jane, du hattest das damals erwähnt, dass wenn man Bottle an, also Flushy anklickt, dass man da dann eine Nuka-Cola Quantum rausbekommt. Dann später hattest du, Zaki, da nochmal das gleiche geschrieben. Und gestern Abend habe ich geguckt, hattest Lumpy, du hattest auch dann nochmal erwähnt, was man da rausbekommt. Vielen Dank für die Kommentare und für die Tipps, Tipps, Tipps. Und jetzt weiß ich das dann auch endlich. Ja, der nächste Raum. Wo ist da noch was frei geworden hier? So, das Fitnesscenter. Oh, Moment mal, das sollte doch eigentlich voll sein. Was haben wir denn da gemacht? Wir haben doch zwei Leute da reingeschickt. Haben wir gar nicht. Bewohner und Special-Attribute. Endurance, Ausdauer, jawohl. Vielleicht mal andersrum sortieren hier. Rachel West, sie ist im Krankenhaus. Ja, die passt doch jetzt gerade. Aber dann ist das Krankenhaus nicht mehr so belegt. Ach, so geht das auch. Hm, wie praktisch. Ja, die Radiostation, die lässt ja niemanden groß aufsteigen oder trainieren vielmehr. Aufsteigen ja schon, aber nicht trainieren. Und von daher, ja, das ist sowieso voll. Hier ist ein Platz frei geworden. Und zwar, Moment, im Kraftcenter bei der Stärke. Julia Ward macht gerade Kaffeepause. Sie kann dann hier rein. Ach so, wir wollten ja jemanden nehmen, der möglichst schon fertig ist, damit er dann auch bald fertig ist. Ja, ich hätte jetzt gesagt Lisa Barton, aber sie hat ja nur so viel Stärke, weil sie hier den Anzug anhat. Marie Shaw. Im Waffenzentrum ist sie jetzt und naja, da wollen wir sie auch nicht rausziehen. Ja, aber irgendwen müssen wir da jetzt reinstecken. Komm, was haben wir als erstes vorhin gesagt? Cynthia Day? Nein. Lisa Barton, glaube ich, war das.
Komm, Lisa Barton kommt hier jetzt rein. Fertig. Und dann passt das auch. Wo haben wir denn noch einen freien Platz? Sportcenter, Agility trainieren. Ah, da sind sogar zwei Plätze frei geworden. Beweglichkeit. Jawohl, hier haben wir es. Lisa Barton ist schon im Kraftcenter. Oh, das sieht schlecht aus um Emily Berry. Na, da scrollen wir erstmal nach unten und gucken dann, wen wir denn da Nettes reinstecken. Samantha Wilson ist schon im Fitnesscenter. Und ja, warum nicht? In der Cafeteria hier ist gerade Marie Henriquez. Die kann da rein also. Und wir haben noch einen freien Platz. Auch nochmal für Beweglichkeit, Agility. Samantha Wilson ist schon. Ja, Katie Murray. Sie könnte auch noch eine kleine Dosis Agility vertragen. Und ist noch etwas frei geworden. Also hier haben wir jetzt voll besetzt und das Sportcenter ist voll besetzt und hier oben das Waffenzentrum ist voll besetzt. Die Lounge, der Club, ist auch voll besetzt und die Akademie, sie ist voll besetzt. Das Casino ist voll besetzt. Und ich sehe gerade Philipp. Du läufst da unten rum. Ja, wir haben dich während eines Kampfes versucht, hier oben reinzustecken. Das klappt dann ja natürlich nicht so gut. Aber Olivia Barton hier, sie schafft das ja auch schon. Und durch die Cafeteria dürfte sowieso nichts durchkommen. Das sind ja alles Experten hier drin. Haben wir da nicht jemanden rausgezogen gerade? Nein, haben wir nicht. Nanu? Da ist doch... Ach so, sie stolpert hier noch so ein bisschen. Sie kränkelt schon ein wenig. Gleich legt sie sich hin und schläft schön. Ha! Der Kniekracher. Haben wir das nicht schon? 6 bis 11? Naja, wenn wir sammeln können, dann haben wir es normalerweise dann noch nicht. Da bekommen wir wenigstens unsere Kronenkorken wieder. Das waren aber wenige diesmal, oder? Sonst sind das doch immer mehr. Ja, das erste zuerst. Philipp, du wolltest ja an die Tür oben und da bringen wir dich auch wieder zurück, schnell. Ich habe gerade gesehen, dass du hier unten irgendwo herumläufst. Und ich glaube, du hast sogar eine Katze dabei, die dir Gesundheit bringt. Sogar gar nicht so wenig. Ja, du hast sowieso die besten Waffen, die beste Rüstung und das beste Haustier. Na schön, im Moment sehe ich dich nicht. Dann werden wir das gleich über die Liste mal machen und dich dort suchen. Die Liste. Bevor irgendetwas anderes passiert, sortieren wir hier mal nach Namen und abwärts sortiert. Philipp Murray LR, das bist du doch. Kaffeepause machst du gerade. Ah, du fährst gerade nach oben. Praktisch. Und wieder an den Eingang mit dir. Oh, da fühlst du dich wohl. Da wolltest du ja hin, wie gesagt. Damit haben wir die Räume doch so halbwegs voll schon mal. Was bringt das jetzt eigentlich, wenn die Leute hier im Lagerhaus sind? Gar nichts, oder? Ich glaube, nein.
Ja, die Minigun braucht noch 6 Tage. Da können wir ja noch lange drauf warten. Ja, wir können ja schon mal langsam anfangen, die Tiere neu zuzuweisen. Wie machen wir das denn am besten? Wir suchen uns irgendjemanden, der ein Tier hat. Und klicken auf das Tier, oder? Ausgerüstet. Ausgerüstete Tiere. Oh, da müssten wir jetzt aber wissen, wer was macht. Wer bleibt denn hier? Wer geht wohin? Schön wäre es, wenn man die Tiere jetzt alle abwählen könnte und neu zuordnen könnte. Bixby, Herstellungskosten. Ja, ich weiß, das ist unten. Ödland, Kronkorken. Ja, Moment, dann machen wir das andersrum. Wir suchen uns irgendjemanden raus, der auch noch ins Ödland darf demnächst. Einen neuen Ödlandgänger schaffen wir. Mal sehen. Sean Allen. Ja, er hat die richtige Maske auf. Brian Wright macht auch Kaffeepause. Ethan Graham, Albert Robinson, Ruth Jones. Ja, okay, da weiß ich, sie ist eine Ödlandgängerin, sie ist aber auch sehr gut geskillt hier. Also sie könnte auch sehr gut hier im Vault bleiben. Paul Jones mit seinem hohen Glückswert. Ich glaube, ihn könnten wir regelmäßig nach draußen schicken. Oder hatten wir uns da irgendwann schon mal was überlegt, wie wir das machen? Bruce Johnson, ja, ich frage mich, er macht Kaffeepause. Ich wollte schon sagen, ich frage mich, warum Bruce Johnson überhaupt nicht mehr aufsteigt. Endurance bräuchte er. Denn das ist ja auch einer unserer ersten Bewohner gewesen hier. Und irgendwann haben wir ihn wohl mal rausgezogen. Aus seinem Training, Endurance. Ja, dann soll er den Platz tauschen. Gegen wen auch immer, der ist schon so lange dabei, der muss unbedingt hier mehr Endurance bekommen. Ausdauer. Irgendwann ist er aus Versehen da rausgegangen. Wer geht denn jetzt an seiner Stelle da raus? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass hier jemand den Platz gewechselt hat. Ja gut, Samantha Wilson geht raus. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Rüstung? Ich meine, wir haben da noch irgendwo eine Rüstung, die wir herstellen wollten. Und was ist mit Sean Allen eigentlich? Der bräuchte Charisma auch. Charisma, das geht ja auch gar nicht vorwärts hier, oder? Die Leute, die hier drin sind, die sind glücklich hier drin. Naja, ich würde mich ja auch nicht so gerne vertreiben lassen. Aber beim nächsten Mal, wenn wir jetzt in 16 Stunden hier einen Aufstieg haben, dann ist doch so ziemlich jeder hier drin. Perfekt aufgestiegen, oder? Das passt sogar ganz gut, meine ich. Kelly sieht gut aus, Harold sieht gut aus, Deborah sieht gut aus. Die sind alle fast maximal aufgestiegen. Christine, Ronald und Christian sind alle hier fast maximal aufgestiegen. Das heißt, in 16 Stunden werden die alle hier rauskommen und ja, dann weiter trainieren können, oder was? Aber darum sollte es ja jetzt eigentlich gar nicht gehen. Oh, Raider kommen. Aber mal sehen, die dürften ja jetzt normalerweise über den ersten Raum hier nicht hinwegkommen. Mal sehen, ob sie es schaffen. Olivia Barton könnte auch ein Haustier vertragen. Und zwar ein Haustier, das zum Beispiel Gesundheit vergibt. Oh. Da hast du ja schon die Bombay-Katze. Ach so, und Sophie, der Hund Sophie, ist bei unserem... Ja, Trainierenden unten. Bruce Johnson, genau.
Ein rostiges Luftgewehr bringen Sie damit. Naja, Kleinvieh macht auch Mist. Oh, dann werden wir uns um die Haustürgeschichte in der nächsten Folge weiter kümmern. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.